Was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Konzept von mir. Ich dachte mir, ey yo, bist du mal ein bisschen kreativ und machst quasi mal so ein kleines Review über deine Lieblingspornodarstellerin. Das ist jetzt hier so meine Lieblingspornodarstellerin Christy Mack. Vielleicht werde ich davon auch mehr machen. Ich review jetzt je nachdem immer so ein paar Pornodarstellerinnen. Meine Pornodarstellerin ist, wie gesagt, meine Lieblingspornodarstellerin in diesem Sinne, ist, wie gesagt, Christy Mack. Und ja, ich fange jetzt einfach mal so an, ein bisschen über sie zu erzählen. Hier seht ihr schon mal ein Bild von ihr. Und warum ich sie so gut finde, was sie so macht und vor allen Dingen, warum ich die Alte so feier. Ja, erstmal, Christy Mack ist geboren worden am 9. Mai 1991, ist eine amerikanische Pornodarstellerin und Model. Eigentlich hat sie damals angefangen als Model in der Tattoo-Branche, als quasi als Tattoo-Model für Fotomagazinen, für Inked Girl und Rebel Ink und solche Sachen hat sie dann angefangen, Fotos von sich machen zu lassen. Hat aber dann irgendwann 2012, also Anfang 2012, ihre Karriere in der amerikanischen Pornoindustrie aufgenommen und ist dann quasi direkt groß geworden bei großen Pornoseiten wie Brazzers und Bang Bros, also wirklich schon quasi direkt in die High Society katapultiert worden, das Mädchen. Filme, die eigentlich nennenswert wären oder durch die bekannt worden ist zum Beispiel der Film vom Herbst 2013, Rambo and Stars, eine Dreamzone-Parodie, also quasi eine Parodie auf die Rambo-Filme, wurde von Dreamzone Entertainment aufgenommen und Mac spielt quasi da Rambo und fickt sich quasi so ein bisschen durch die Weltgeschichte, ja. Es gibt dann noch Filme wie Hot Body Ink oder solche Sachen, hergestellt von Elegant Angel, die natürlich nennenswert sind. Unter anderem wurde der Pornofilm The Dark Knight XXX, quasi eine Parodie von Batman, auch gedreht von Brazzers und Zatanna und Vivid Entertainment, das ist so eine Kooperation gewesen. The Dark Knight XXX, in der Mac Batman spielt und sich da auch wieder so ein bisschen durch die Weltgeschichte vögelt. Generell würde ich einfach mal sagen, komme ich auch noch so ein bisschen darauf zu sprechen, was Mac überhaupt macht. Also wie gesagt, sie ist im Moment 22 Jahre alt, ist in Südchicago geboren worden und ist amerikanischer und beziehungsweise europäischer Abstammung. Sie ist 1,60 Meter groß und wiegt 48 Kilo und hat bis jetzt in 85 Pornos mitgespielt. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Sie ist ja seit 2013 dabei, klant aber wirklich alles weg und versucht halt wirklich möglichst aktiv zu sein. Übrigens, im Hintergrund seht ihr so ein bisschen Gameplay, aber ich würde halt wirklich meine Augen auf das Geschehen, was sich hier hinten, also quasi auf die liebe Christy bezieht, beschränken. Ja, dann kommen wir zur Auszeichnung und Titeln. Christy Mack hat 2013 doppelt den Miss Free Ones Wettbewerb, quasi damit den Miss Free Ones Contest, als bester Newcomer und Gesamtsieger gewonnen, also hier schon mal ein doppelter Award. Dann den renommierten Venus Award, der wirklich groß gefeiert wird. Den AVN Award für eine, für die beste Newcomerin als Fan Award und den X-Biz Award für die beste, fürs beste Sternchen, also quasi für die, beste Newcomer-Pornodarstellerin in diesem Sinne. Ja, generell ist es so, dass Christy Mack im Moment Single ist, durch das, Moment mal, ich muss mal kurz gucken. Nein, stopp. Die ist im Moment wieder, leider ist sie wieder vergeben. Sie war damals mit dem Wrestler, beziehungsweise MMA-Fighter Bellator War Machine zusammen und wurde jetzt auch wohl wieder mit ihm nackt irgendwo im Hustler abgelichtet. Ja, generell, dass sie halt, also Christy Mack's Ziel ist es wohl, genug Geld für den Ruhestand zu verdienen und dann halt nicht mehr weiter zu vögeln. Ja, also ich muss dazu sagen, Christy Mack feiere ich einfach, weil sie einfach Bomber aussieht. Also klar, der Undercut an der Seite gefällt mir nicht so krass, aber ich finde halt dieses tätowierte Image und dieses kleine, da stehe ich irgendwie drauf, finde ich auch ganz geil. Ich weiß, dass Manuel und Malte auf jeden Fall meine Ansicht teilen. Sie ist unglaublich hübsch, hat auf jeden Fall eine, wie soll ich das sagen, eine sehr eingehende Stimme, gerade bei Filmen, wo es dann so, also schon ziemlich laut und eingehend. Auf jeden Fall muss ich mich hier definitiv als Fan äußern und feier die Alte bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wer eure Lieblings-Pornodarstellerin ist und über wen ihr gerne noch ein Porno-Review sehen würdet. Wie gesagt, ihr seht jetzt hier noch so ein paar Bilder von der lieben Guten. Also wie gesagt, die ist erst 22, also so viel älter als ich ist sie gar nicht. Von daher, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Jedenfalls ist es so, dass ich Christy Mack unheimlich feier und ihre Art einfach unheimlich super finde. Die Art, wie sie Filme macht und vor allen Dingen natürlich auch, welche Filme das sind. Also es sind meistens HD-Pornos, wirklich 1A-Qualität, da lohnt sich das Geld zu zahlen. Oder den Brazzers-Account irgendwo im Internet zu suchen.
Stimmt's, Manuel. Und ja, wie gesagt, ich dachte mir einfach mal, machst du mal so YOLO ein Review über deine Lieblingspornodarstellerin Christy Mack. Und wenn ihr das tatsächlich als Konzept vorstellen könnt und ich noch andere Pornodarstellerinnen reviewen soll, ähnlich professionell recherchiert, meine Freunde, dann schreibt mir einen Namen in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch irgendwie was geholfen, dass ihr wisst, was für ein Typ Frau mich anmacht. Meine Freundin sieht zwar nicht so aus, aber ich finde meine trotzdem dreimal geiler als Christy Mack. Das muss ich sagen, sonst werde ich nämlich umgebracht. Und, nee, Spaß. Also in diesem Sinne, ja, was soll ich sagen? Noch einen schönen Tag und schaut auf jeden Fall mal auf diversen, ja, sozialen Medien von mir und Christy Mack vorbei. Alles in der Videobeschreibung verlinkt und, ja. Das Video ist nicht von Brothers gesponsert worden, auch wenn das so aussieht. Gut, meine Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und haut da rein. Tschüss. Und haut da rein.